Hallo Deutschland, Österreich und alle Nationen, die Deutsch sprechen. Hallo in meiner Küche heute, in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute kommt was Spezielles. Was ihr vielleicht nicht kennt. Meine Katze ist hier am rumjammern. Ich weiß nicht, was die will. Wohl Streicheleinheiten. Vielleicht kommt sie gleich noch in die Kamera. Also heute machen wir was Besonderes, was mir am Herzen liegt. Und das Gemüse heißt Cima di Rape. Ja? Und ich stelle euch auch ein anderes Gemüse vor. Aber zuerst Cima di Rape, das gehört zur Familie von Brokkoli. Schmeckt total anders als Brokkoli. Mein lieber Mann mag ja Brokkoli. Ja, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem Mann. Ne? Aber das muss ich euch jetzt wirklich erklären. Die Cima di Rape, man nennt es auch Stängelkohl, mag er überhaupt nicht. Also wenn er nur das riecht, dann rennt er schon davon. Ha? Weil es einen ganz speziellen Geschmack hat. Es ist ein Wintergemüse. Ich habe das Filmchen vor 2 Monaten gedreht. Meine Katze ist am Stativ. Sophie, komm hierher. Komm zu Mami, komm. Komm zu Mami. Zeig mir dich mal. Komm her, du Saufi. Mel. Hm? Guck, Papi ist da. Ruf sie mal. Hi Sophie. Sophie. Ja. Was für ein Saufi, ja? So, wieder voll Haare, weil im Moment ist sie im Fellwechsel. Also, zurück zu meinem Cima di Rape. Ich muss ein bisschen ablesen. Ha? Also, der heißt auch Stängelkohl. Früher kannte man das in Deutschland und auch in der Schweiz, dieses Gemüse. Es ist ein altes Gemüse. Die Italiener, vor allem die Süditaliener, die essen das sehr. Leider kriegt man das erst im Herbst, vom Herbst bis im Frühling. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt noch kriegt. Wenn ihr in der Schweiz lebt, könnt ihr das bei Türken finden. Also ich wohne ja in der Region Solothurn-Olten. Also in Önsingen beim Türken kriegt man es. In Langenthal kriegt man es auch. Vielleicht muss man es auch bestellen. Ha? Und sonst beim Italiener im Rheinfelden kriegt man das Gemüse auch. Auf jeden Fall. Man kann auch bei ihm vorbestellen. Ha? Dort gehe ich ja immerhin in Rheinfelden einkaufen. Ha? Also, und die Cicoria, die stelle ich euch nur vor. Die kann man eigentlich gleich zubereiten wie die Rape oder eben der Stängelkohl. Auch dämpfen, ganz einfach. Den nennt man aber in Deutschland auch noch anders. Den nennt man Spargel-Cicore oder Vulkanspargel oder Cicorie. Ein bisschen kompliziertes Wort. Es ist auch ein spezielles Gemüse, sieht ganz speziell aus. Ihr werdet das nachher sehen. Ha? Und wen kann ich da schon grüßen? Ich war letztes Jahr in Erlangen, also Erlangen hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich grüße das Hotel Grille und den Alex, der da arbeitet. Der war so toll und so cool. Und die Mädels, die dort ihre Ausbildung machen, alles liebe Mädels, alles fleißige Leute. Hat mir sehr gut gefallen in Erlangen. Leider komme ich dieses Jahr nicht. Ich habe andere Prioritäten, meine Gesundheit. Und ich will, wenn es geht, dieses Jahr zu meiner Tante fahren, nach Italien. Sie hat mich eingeladen. Okay, Leute, macht's gut. Viel Spaß mit diesem Rezept. Es ist speziell, aber es schmeckt super. Und es gibt noch ein Folgerezept, was man mit der Rape machen kann, was fantastisch schmeckt. Nicht für jedermann. Mein Mann mag's nicht, aber ich stehe voll drauf. Tschüss! Also, das hier sind die Rape. Ihr seht, die sehen ein bisschen aus wie Brokkoli, schmecken aber anders. Das sind 2 Kilo Rape. Dazu nehme ich 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, Olivenöl. Ich tue meistens den Boden der Pfanne bedecken mit Olivenöl. Ich sage nicht mehr 6 Esslöffel oder so. Etwas Salz, Pfeffer, und wer mag, auch noch eine Chilischote. Die Rape sind bereits gewaschen und gesäubert. Jetzt geht das Olivenöl in die Pfanne. Erhitzen wir die Pfanne zuerst. Ihr seht, ich bedecke wirklich den Boden mit dem Öl. Da
Dann schneide ich unten ein bisschen ein, weil dort ist es härter als der Rest, damit es etwa gleichmäßig gart, und schneide es ein bisschen in grobe Stücke. Ihr könnt auch da machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch ganz lassen, nur etwas einschneiden. Und wir tun die dämpfen, wir tun die Rape dämpfen, Stängelkohl. So, nun etwas grob die Zwiebel rein, schnibbeln. Aber auch da macht ihr, wie ihr wollt, wenn ihr lieber zuerst die Zwiebeln reintut und nachher die Rape, macht, wie ihr wollt. Ein bisschen Wasser dazu, das hatte ich noch vergessen, das braucht es auch, ja. Einfach immer schauen, dass nichts anbrennt, ha? Dass unten so 1-2 cm Wasser drin ist. Aber es gibt auch Leute, die die Rape voll im Wasser kochen. Das könnt ihr auch machen, dass ihr es bis oben hin voll macht. Ihr habt gesehen, den Knoblauch habe ich auch reingemacht und den Chili auch. Die Pfanne war wieder ziemlich voll, aber es sackt ja alles noch zusammen. Ihr müsst dabei bleiben, wenn ihr das so macht wie ich. Immer ein bisschen rühren und gucken. Und Salz habe ich so 2 Teelöffel reingemacht, auf 2 Kilo Rape. Aber ihr könnt natürlich weniger reintun. So einen halben Teelöffel Pfeffer. Dann einfach rühren, ein bisschen dabei bleiben, immer schauen, dass genug Wasser drin ist, wenn es nur so dämpft wie ich. Wenn die verfärbt, wenn die Farbe der Rape sich verändert, dunkler wird, dann sind sie gar. Seht das Wasser unten drin, und auch von der Rape hat es jetzt Wasser gezogen. Und ihr seht, wie sich das jetzt verfärbt hat schon, dass die Blätter dunkler werden. Und es wird auch weich, ihr müsst dann natürlich auch schauen. Und das ist die Shigoria. Ihr nehmt da die Blätter weg, diese ganze Strauch, seht ihr, das sieht aus wie Löwenzahn außen. Diese Blätter könnt ihr abreißen und die kochen die Italiener, aber die kann man auch brauchen in den Salat. Und die sehen ganz seltsam aus, wie Finger. Und die kann man auch so essen. Also ich esse die so, die ziehe ich ab und esse die so. Das ist mein Snack für beim Fernseher. Schmeckt wirklich gut. So, und das war's jetzt auch schon. Das sind sehr gesunde Gemüse. Seht ihr. Wenn es euch gefällt, ein Like, und kocht's nach, wenn ihr das Gemüse findet.